mein Wintergarten. Das, was ihr hier seht, weil ihr nicht seht, ist Schnee. Wir haben den 2. April und so sieht's aus. Ich traue mich jetzt gar nicht rauszugehen, weil die Amsel so schön singt. Ja, eigentlich ist das Frühlingsgesang. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie begeistert ist über den Schnee. Regentonne muss ich isolieren. Vogelhäuschen. Ihr seht, es schneit noch immer. Der Teich. Vom dichten Schneefall kann man da unten das Tal fast nicht erkennen. Und deshalb halte ich mich kurz. Ihr seht, die Steinplatten sind noch warm. Da passiert noch nichts, aber es hat schon ordentlich geschneit hier auf der Buchsegge. Frühbeetkasten. Die habe ich abgedeckt. Da sind Mairüben, Geslu, das heißt im Norden anders. Das sind die. Ach, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Stielmus. Radieschen, so. Aber hier seht ihr schon eine schöne Schneedecke. Das hatten wir jetzt selten am 2. Mai. Und ich hatte vorsorglich schon die im Wintergarten die Feige abgedeckt. Regentonne ist auch voll. Hat noch ein bisschen die Farbe vom Sahara-Staub. So, und dann mache ich, dass ich wieder reinkomme. Denn es ist popokalt. Amsel hat sich auch verzogen. Gut. Dann hoffe ich, dass alle, die unterwegs sein müssen, eine gute Fahrt haben. Und alle, die Kinder haben, genießt den Schnee mit ihnen zusammen, der für die Natur wunderbar ist. Das kann eigentlich nicht besser sein. Der Regen, der läuft nämlich ab sofort und der Schnee, das sickert langsam rein. Nur die Kälte ist schlecht für meinen Garten. Ich hoffe, das klappt. Und in diesem Sinne, macht's gut.